Und wir gehen da feiert den klassischen Kindergeburtstag mit Topfschlagen, ne, und unser Schokoladenwett essen mit verbundenen Augen und Messern jagen. Ne. Spielt die blinde Kuh, da würde heute auch verboten, da müsste mindestens ein tauber Stier bei sein. Heute hat er gespielt den armer schwarzer Kater, da hätte es den Piepselmann. Ne. Hätte es den Piepselmann? Dann geht er. Hast du mich an der Stimme erkannt? Ich hatte Augen auf. Und heute muss das alles Eventcharakter haben. Meine Kinder, Kindergeburtstag feiern, Kletterhalle, Trampolinhalle, Indoor-Spielplatz, Laserarena. Dann ist man als Vater, als Elternteil, Chauffeur, Kellner, Animateur, Hilfestellung an den Geräten, muss die Übungen selber vormachen, auf den Trampolin springen, nachher wieder einräumen und die Kinder nach Hause fahren. Ich war um 18 Uhr im Bett. Mein Sohn kam zu mir und sagte, Papa, hauptsächlich noch Spaß gehabt. Das war so unsere Kinderzeit. Wir haben ja alte Kinderlieder gelernt, die kennen Sie alle noch. Eines, das zieht sich auch durch das neue Programm, ist Hänschenklein. Kennen Sie natürlich alle. Hänschenklein ging allein durch die weite Welt hinein. Schock und Hut steht ihm gut, er ist nur bemut. Aber Mama weinet sehr, hat ja gar kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind, läuft nach Haus geschwind. Wenn man sich den Text genau ansieht, liebe Schülerinnen und Schüler, ich kann es noch, nein? Dann sieht man, der kleine Hans flieht von zu Hause, lässt die Mutter in Verzweiflung zurück, die verfällt in Depression, weinet über ihren Verlust, hatte keine Hänschen mehr. Früher hat man ja mit uns Kindern so eine Spezialsprache gesprochen. Ne? Wir gehen gleich mit dem Bauer und Tata. Dann machen wir Ham-Ham. Ne? Und dann gehen wir in die Haie, genau. Aber erst Haar, ne? Nicht umgekehrt, ne? Und dann kommt es bei Hans zu einem Umdenkungsprozess. Er besinnt sich und kehrt nach Hause zurück, um den alten Zustand wiederherzustellen. Das ist eigentlich kein Stoff für ein Kinderlied, sondern für ein französisches Lied. Und auf Französisch heißt Lied ja Chanson. Der Sänger chansonnier. Ne? Gilbert Beglaubt oder Charles Aznavour oder so was. Ne? Dann wird sich ja etwa so anhören. O Hänschen klein, Jean le Petit, lief durch die Welt, partout le monde. Er nahm sich Mut und Stock, er hatte Bock auf eine Rande. Wo mit einer Frau, ich weiß genau, die Mutter flennte. Er lief zurück, denn all sein Glück war Mutters Recht.